So, magnifizent, lieber Martin, lieber Herwig, danke für die überaus freundliche Einleitung und Vorstellung. Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, liebe Freunde, ich bin wirklich überwältigt über das zahlreiche Erscheinen und ich hoffe auch, dass ich die Erwartungen, die ich nehme an diesem Tag gestellt werden, auch einigermaßen erfüllen kann. Vieles wurde schon eigentlich gesagt. So, da könnte ich es relativ kurz machen. Zum Thema einfach. Es war ja nicht ganz einfach, ein Thema zu finden, das sowohl von der Vergangenheit ausgeht, aber auch die Zukunft beleuchten soll. Es wurde mehrfach angesprochen, dass das so eine Abschiedsvorlesung ist, und wie das also ist, so abrupt soll man auch wieder nicht aufhören. Es braucht eine gewisse Entwöhnung nicht, und es gibt einen Übergang, und ich werde auf das noch ein paar Mal zurückkommen, in welcher Form ich noch gehalten bleibe. Es ist nicht leicht, so wie Wien bleibt Wien und das ist eine Drohung, so hoffe ich, dass es das nicht ist, von Karl Kraus. Gut, Boden und Wasser ist an sich relativ klar vom Institut für Hydraulik und Landeskulturelle Wasserwirtschaft. Wir haben, wenn Sie unsere Homepage anschauen, in unserer Einleitung schon geschrieben, wir arbeiten dort und deshalb auch dieses Wortspiel, wo das Wasser mit dem Boden in Berührung kommt. Also das ist der Schlüssel. Und die Wurzel ist die Klammer und das ist durchaus auch doppeldeutig, wie wir dann sehen werden, gemeint. Was für mich ganz besondere Freude ist, dass ich genau in diesem Raum meine Abschiedsvorlesung halten darf. Das ist ja nicht ganz selbstverständlich, es ist erst seit einem halben Jahr ungefähr jetzt wieder neu eröffnet. Das Haus, wie Sie sehen, erstrahlt im neuen Glanz. Wenn Sie euch das dann außerhalb anschauen, ich finde den Umbau sehr gelungen. Und ja, das ist ein Raum, der natürlich mit vielen Emotionen für viele von uns verbunden ist, einerseits an eigene Abschlüsse, auch Preisverleihung, aber nicht nur meine eigenen, sondern auch bei denen ich mitwirken konnte. Und das ist gleich der nächste Punkt, dass am 12. Mai bin ich ja schon wieder in dem Saal bei der Verleihung der BOKU-Jubiläums-Stiftungspreise. Also es ist heute nicht ganz mein letztes Auftreten. Ein zweites Gebäude, das ich auch erwähnen möchte, ist der sogenannte Türkenwirt, für die, die jetzt von außerhalb gekommen sind. Das ist die Riesenbaustelle entlang der Peter-Jordan-Straße. Das ist nämlich auch ganz interessant, das war mein erster Arbeitsplatz. Ich bin da mit Professor Kastanek hier, wir sind dort eingezogen. Wir haben sehr provisorisch gewerkt dort, wir haben uns die Möbel aus dem Fundus der Bock irgendwie zusammengekratzt. Und für mich war es ganz interessant, kaum habe ich ins Arbeiten aufgehört, ist auch schon abgerissen worden. Gut, es entsteht dafür was Neues und so geht es weiter. Ich habe die Pläne gesehen, es wird sicher ein wunderschönes Hörsaalzentrum, das sicher sehr notwendig war. Aber es ist eine ganz nette Episode. So, wie habe ich mir den heutigen Abend weiter vorgestellt? Eigentlich sehr klassisch. Ich möchte ein bisschen eine Einleitung machen, dann über Lehre wurde angesprochen, über Projekte. Das gehen Sie natürlich nicht alle aus. Ich bin doch über 30 Jahre am Institut jetzt schon und da sammelt sich, bin ich drauf gekommen, einiges an. Und habe ich halt versucht, eine repräsentative Auswahl zu treffen. Beim Begrüßen war ich schon der Mund trocken geworden. Ja, damit, zwei Vorbemerkungen noch eben zur Einleitung. Ich werde also nicht, es wurde schon halb ein Lebenslauf durchbesprochen oder vorgestellt, es werde vielleicht durch ein paar Dinge ergänzen, aber nicht wie es in der Psychoanalyse so die Kinder da aufarbeiten, weil da wären wir ja ewig nicht fertig wahrscheinlich und mich dann im Wesentlichen auf die Zeit an der BOKU konzentrieren. Ich werde auch versuchen, das in einer knappen Stunde unterzubringen. Auch Schleinzerpreis hast du erwähnt. Damals habe ich ein Lob bekommen vom damaligen Außenminister Mock für die Kürze meiner Dankesrede. Also ich war an sich durchaus bekannt für die Kürze. Ich hoffe, ich schaffe das auch heute. Und der dritte Punkt ist, ich habe nicht gedacht, zu diesem Anlass mache ich jetzt nicht so eine richtige PowerPoint, sondern ein paar Bilder, um ein bisschen Farbe reinzubringen, um das zu untermalen. Und damit möchte ich auch beginnen. So, mit den
Wurzeln. Es gibt ein paar, die das ja gut kennen, meine Wurzeln. Das erste Bild links, Zwick bin ich zum Wasser gekommen, an den Gestaden der Erlauf kennen auch viele den Fluss, also bei der Beobachtung der Fließvorgänge. Das war einmal der Wasser. Nicht? Jetzt haben wir das Wasser. Ich habe für meine hydrologischen Freunde auch meinen damaligen Fischteich mit eingebaut. Und ja, es waren Goldfische, aber wir haben auch Elritzen, das ist ja ein Raubfisch, nicht? Also ganz nicht so riesig, aber war eine nette Erinnerung. Was dann der zweite Punkt war, der Wasserbau. Nicht? Wir haben ja Kulturtechnik und Wasserwirtschaft, hatte auch diese Wasserbausektion. Und da gab es die Möglichkeit, also auch so ungefähr der gleichen Zeit, altersmäßig, auch das an der Erlauf, Firma Busat, das auch einige kennen das, und so ein Helmtaucher sieht man wahrscheinlich nicht mehr so oft. Mir ist das damals ziemlich wie jemand vom Mars vorgekommen, nicht? Der wird dann da reingelassen und tief versorgen ihn da über die Flaschen mit der Luft. Nicht? Also sehr abenteuerlich, hat mich aber sehr beeindruckt und das würde ich eben schon als eine der Wurzeln bezeichnen. Was die vielleicht ein bisschen schwach ausgeprägt war, war zu dieser Zeit so die Gartenarbeit, der Boden. Mittlerweile mache ich das ja ganz gern, aber als Kind in dem Alter war das weniger stark vertreten. Das ist dann erst am Institut so richtig losgegangen. Aber es gibt noch eine andere Wurzel, das ist ein Suchbild, ne, das, ob man mich leicht findet. Es ist vielleicht auch für die Kollegen, die freundlicherweise das musikalische Begleitung machen, ihr werdet das nicht sehen, man sieht ungefähr das Jahr. Und ja, ich lasse das, wo ich bin natürlich. Gibt es einen Vorschlag? Ja, eben nach dem Alter. Ja, eben, das ist übrigens mein Vater, nicht? Das ist, der mich da zur Hand nimmt und ja, ist auch, das sieht unser Bassspieler leider nicht ein, weil ich würde sagen, Wahlonkel, ganz eine wichtige Person, die Tochter ist auch bei uns heute. Okay, ja, damit nur ein paar Ergänzungen, um auch den Grund des Titels vielleicht noch zu untermauern. Wie kam ich noch an die BOKU und beziehungsweise an das Institut für Hydraulik und Landeskulturelle Wasserwirtschaft, das ja damals noch im Verbund mit der Wasserwirtschaft war, also damals Abteilung Hydraulik und Bodenphysik. Und ja, das Bild habe ich bekommen von Ralf Kretzmacher, ein Aquarell von ihm, der auch im Ruhestand sehr viel sich seine Zeit widmet, um solche Dinge zu verfassen. Gut, wie kam ich an die BOKU? Die Umwege wurden schon erklärt. Ich war zuerst nach der HTL Elektrotechnik einige Jahre berufstätig und suchte dann irgendeine neue Herausforderung und das war ja gar nicht so einfach. Dann kam mir die Idee, wie bekannt, Strom wird in Österreich sehr viel aus Wasserkraft produziert. Also Elektrizität, Wasser, naja, Kulturtechnik und Wasserwirtschaft passt irgendwie zusammen. Und da haben wir eben dann diesen Schluss. Ich habe dann zu studieren begonnen und war manches Mal vorlaut. Der Fähre kann sich damals noch Professor Kastanek, aber du kannst dich sicher sehr gut an das erinnern. Unser erstes Zusammentreffen, ich war Studienrichtungsvertreter bei der Hörerversammlung, hatten wir eine sehr intensive Diskussion mit dem Ergebnis. Ich bin dann nach Hause gegangen, habe damals noch mit der Schreibmaschine dann die Prüfungsaufgaben abgetippt. Aber irgendwie, wir haben uns aneinander gewöhnt, wenn ich das so sagen darf. Und dann kam es auch dazu, dass ich auch eine Diplomarbeit abzufassen war. Und das habe ich auch dann mit deiner Leitung gemacht und nach dieser doch Zusammenarbeitszeit und dem Gewöhnungseffekt vielleicht, hast du mich dann 1984 gleich nach dem Ende engagiert, damals eben noch an das Institut für Wasserwirtschaft bzw. Abteilung Hydraulik und Bodenphysik. Und das ist auch von mir eine gerne zitierte Erfahrung, die ich den Jungen sozusagen mitgeben möchte. Es ist durchaus oft sinnvoll oder auch bringt Erfolge, wenn man in der richtigen Art und Weise, und das ist halt, glaube ich, der Punkt, die richtige Art und Weise, dass wir sich zu Wort meldet, dass man das ausdiskutiert, auch kritisiert und ja, das hat mir eigentlich den Job gebracht dann. Nicht?
Deshalb bin ich immer ein bisschen kritisch, da können mich manche so in meiner, es ist noch nicht so lange her, die Antwort vorlesen, da habe ich ja geschrieben, die BOKU ist eine Universität und kein Chatroom. So mit den anonymen Wortspenden habe ich es nicht so gern, weil mein Argument ist, Wasserrechtsverhandlungen sind ja auch, in Klammern, noch nicht anonym. Nicht? Wenn das einmal so weit ist, dass man alles das anonym durchführt, ja, dann lasse ich mich breitschlagen. Aber momentan ist das noch nicht so. Und ich denke mir, gerade für die Studierenden ist es ja sicher vom Vorteil, gerade an der Uni argumentieren zu lernen. Das ist ja noch, wenn man so will, ein geschützter Raum. Ja, wie gesagt, ich wurde engagiert. Aha, es ist ein Foto, ein altes, wie man sieht. Wir waren doch, damals waren wir schon noch etwas jünger. Und das war das erste Team, ein Quartett mit der Wolfgang Sokoller, Kollege Wodiczka und Professor Kastanek und ich. Also wie man sagt, eine kleine Gruppe, aber nichtsdestotrotz eine sehr erfolgreiche Truppe. Immerhin sind wir dann jetzt, sind wir an die 25 Personen am Institut, es ist alles sehr gewachsen. Das Quartett, was vielleicht, es war so ein Quartett, ja, aber Weihnachtsfeiern haben wir eigentlich nur im Duett gespielt. Professor Kastanek und ich, die anderen zwei mussten zuhören, das war einfach so pflichtvergattert. Gut, damit möchte ich zu einem ersten Punkt kommen, unmittelbar mit nach meinem Arbeitsbeginn mit Wolfgang Sokol haben wir begonnen, intensiv, du hast es schon angesprochen, Wasserbilanzen zu erstellen, was braucht man dazu, Messtechnik. Wir haben fast ein kleines Museum mittlerweile, am Institut, also für Interessierte, da gibt es einiges zu sehen. Und wir haben diese ganze Aktivitäten auch 2015 für die Veranstaltung Kulturtechnik und Wasserwirtschaft heute zusammengestellt. Wir haben noch ein paar Exemplare mit, also das kann ich auch anbieten für mehr Detailinformationen dazu. Das sind also die typischen Anwendungen auch, wie man Wasserbilanzen erstellt. Ich werde dann auch ein paar, wie gesagt, ausgewählte Kapitel auch vorstellen. Also zur freien Entnahme, die sind da auf diesem Fenster links von Ihnen. Okay, nachdem ich in der ersten Zeit war ja das geprägt von der intensiven Studentenbetreuung, ich war der erste und einzige Assistent und wir hatten, also die ersten 4 Jahre, Studentenbetreuung, irgendwie auch die Zeit zu finden, meine Dissertation abzufassen. Und woran ich mich sehr gut erinnere, du hast eine neue Vorlesung Vortrag in Hydraulik und Bodenphysik eingeführt. Das hat mich sehr fit gehalten, weil damals hat es ja noch keine PCs, also Personal Computer gegeben, die Betonung liegt, sondern Terminals und die waren in der ganzen BOKU verstreut und wir haben Studentengruppen verteilt und ich bin von einem zum anderen gerannt, auch mit der Unterstützung von Kollegen Sokol, um die Studenten weiter zu helfen, damit sie nicht hängen bleiben. Das war eine wirklich spannende Zeit und zumindest habe ich kein extra Fitnesstraining gebraucht. Nachdem also diese Zeit auch überstand, man mit, es wurde auch angesprochen, ich war dann in Holland, das heißt, ich hatte die Möglichkeit, zu neuen Ufern aufzubrechen und Holland ist ja ein klassisches Wasserbauland. Und ich habe die zwei Bilder gewählt, weil sie zwei typische Beispiele zeigen. Ein Bild von Kinderteig, das wäre die klassische Boulderentwässerung, also Wasser, also Flächen, die tiefer liegen als das umgebende Wasser. Heute gibt es natürlich Dieselpumpen, aber früher, und das ist schon beeindruckend, hat man das nur über Wind entwässert. Wäre vielleicht eine Alternative, gerade wenn man sehr viel über Energie und Energieverbrauch, weil die Dieselpumpen sind sehr viel eben auch Diesel, wie der Diesel sagt, Diesel betrieben, es gibt natürlich auch Elektro. Während die anderen, und da muss ich wahrscheinlich, du kannst es vielleicht besser aussprechen, Windmühlen, die stehen bei der Zanskenschanz, ja, ein bisschen heißer bin ich schon, die haben andere Zwecke, sie stehen zwar auch an den Kanälen, teilweise können sie pumpen, aber viele sind da zum Mahlen. Senf ist ein typisches Produkt. Also wenn jemand nach Holland kommt, beides kann ich recht empfehlen. Dort, wie gesagt, es ist so eine Art Freilichtmuseum,
mit Holzschuh machen und allen anderen Dingen dabei. Also das war dann ein für mich sehr wichtiger Ausflug, unter Anführungszeichen. Das war die Grundlage, wie ich zurückkam, habe ich zuerst die Hydraulik 2 übernommen und wie dann Ferry Kastanek die Professur angetreten hat für Landeskirche Wasserwirtschaft, die Hydraulik 1. Und das war, und da habe ich sicher den Grundstein gelegt. Ja, ein wichtiges Ereignis in dieser Zeit, also wie ich zurückgekommen bin, war auch die Übersiedlung des kompletten Institutes, aber großer Teile des damaligen großen Institutes in die Mutgasse. Sind auch ein paar Kollegen, Kolleginnen aus der Mutgasse da. Und wir hatten dann erstes Mal die Möglichkeit, in unserem gemeinsamen Wasserbaulabor auch hydrotechnische Versuche zu machen. Und eines der ersten Projekte war in der sogenannten Sanierung. Alle kennen das, wäre auch so eine Preisfrage, nicht? Neptunbrunnen in Schönbrunn, allerdings noch im unrenovierten Zustand. Man sieht keine wirklich schöne Schleierwand. Wir haben dann zwei Dinge gemacht. Einen Modellversuch, Maßstab 1 zu 10, und damit wir die Fallhöhe haben, damit wir wirklich sehen, können wir einen schönen Schleier erstellen, haben wir das Ganze auf die Bühne, und das ist ungefähr 3 Meter die Stufe. Die Halle hat 7 Meter, das ist wunderbar ausgegangen. Also haben wir einen Indoor-Wasserfall, kann man so sagen, erzeugt. Also es war ein netter Einstieg auch in dieses Gebiet. In die Halle haben wir dann auch eine nette Episode, unser Brunnenmodell für die Bodenphysik übersiedelt. Das war vorher ein Bierkeller im Türkenwirt. Ja, Bierkeller hat es geheißen, es war leider nichts mehr drinnen. Nicht? Und das war sehr feucht, also es hat keinen Grund gegeben, dort weiter zu bleiben. Nicht? Gut, auch die Lehre wurde angesprochen. Ich hatte ja sehr viel die Möglichkeit, intensiv, also für die Kulturtechnik und Wasserwirtschaft mitzuwirken, diese Studienrichtung in das Erasmus-Programm, du hast das angefangen, einzubinden. Es war wirklich ein tolles Erlebnis. Ich habe jetzt nur zwei Bilder dazu. Man sieht auch den Einsatz. Summer Schools war oft der Ausgangspunkt. Da sieht man ja, dass es Sommer ist. Ich meine, sonst wären wir nicht im Bärbscher, deshalb haben wir das aufgeschrieben. Das sind immer so die Wörter, die man. Also Bärbscher, die Kollegen Jan Lagerlöf, bekannter Name, und der Marek Roth, Marek aus Polen, der das damals organisiert hat. Und wir hatten wirklich eine, also für mich war das ganz eine spannende Zeit, so viele unterschiedliche Universitäten und natürlich vor allem Menschen kennenzulernen. Mehr oder weniger kann ich sagen, ganz Europa, wir waren ja auch nicht nur das wäre die Euroleague, der ein kleinerer Kreis ist, sondern auch bei der ICA, das waren sind um die 60 Universitäten. Das heißt, wir hatten eben drei Programme hervorheben mit Neuseeland, das wurde schon erwähnt, das heißt, ich hatte auch die Möglichkeit, nach Neuseeland zu gehen, dort das Programm zu entwickeln, dann mit Enviro, European Programm for Water, Soil and Biodiversity, auch da steht ja schon wieder drinnen, worum es geht, ist dann auch um den Block Climate Change erweitert geworden. Aber jedenfalls haben wir das begonnen, eben über Summer School zu vollen Masterprogramm zu entwickeln. Das ist ein sehr erfolgreiches Programm, glaube ich, sagen zu können. Immerhin gut, wenn man einen Preis kriegt dafür, ist auch sehr nett ist. Und ja, diese intensiven Erfahrungen, die gehen ja auch noch weiter. Ein Name wurde erwähnt, das dritte Programm, das ich nicht vergessen würde, weil es ganz speziell eine ist mit Grainfield University in England. Und da ist mir natürlich als überzeugter Europäer ein bisschen das Herz gebrochen mit dem Brexit. Aber was mir Hoffnung gibt, ist wieder ganz was anderes. Ich habe in dieser Zeit auch sehr viele oder gesehen oder beobachten können, wie sich die Studenten und Studentinnen sehr viel näher gekommen sind. Also sehr intensive Beziehungen aufgebaut bis hin zu Hochzeiten. Ich habe dann auch Fotos von Kindern gekriegt. Also da sehe ich eine gewisse Hoffnung, dass das, also diese Programme, und das, da bin ich wirklich überzeugt, einen Beitrag leisten können, dass das Projekt Europa auch
so weitergeht. Gut, das war so mehr diese europäische Schiene. Das zweite Bild ist erst kürzlich aufgenommen. Wir haben ja auch einige Forstwirte da in Herbert Hagau irgendwo gesehen. Und ja, ich hatte auch die Möglichkeit, das doch erworbene Wissen auf europäischer Seite auch in den Osten zu transferieren, mit vielen Tempos, jetzt heißt es Erasmus Plus mit den Programmen. Das ist eben unser letzter Besuch, das Projekt läuft noch, ist auch so eines der Dinge, die noch abgeschlossen gehört. Das ist jetzt vor Abschluss SUSFOR, eine KFOR Sustainable Forestry, das ist gemeinsam. Und wo, was besuchen wir? Den Forst von Peter den Großen. Das ist mittlerweile eine World Heritage Site, also ein Weltkulturerbe. Er hat dort Lärchen gepflanzt für den Schiffbau. Das ist nicht ganz standardgerecht, Sie müssen das immer klären. Aber jetzt, es gibt tolle Bäume. Und wie man sieht, auch als Kontrast, wir sind auch im Winter aktiv. Also das war vielleicht ein kleiner Überblick zur Lehre. Ich möchte jetzt ein paar ausgewählte Projekte aus dem Forschungsbereich, ich habe versucht, es so zusammenzustellen, dass es mehr oder weniger die Aktivitäten am Institut abdeckt. Und wir haben natürlich für die unterschiedlichsten Personen, Institute, also es war fast immer eine Zusammenarbeit. Es ist nichts, was isoliert steht. Und der einzige Nachteil ist, bei unseren Messstationen, wenn es gut gemacht sind, sieht man nicht viel. Na gut, im Feld stehen ein paar so Kasteln herum und alles andere spielt sich unterhalb ab im Boden. Was machen wir? Wir erstellen Wasserbilanzen. Aber nicht nur die Wasserbilanz, nur auf der Wasserbilanz haben. Das Projekt hieß Endverbleib, also Stickstoffverbleib. Wo geht der Stickstoff hin? Wie wird er umgesetzt? Dass es im Rasdorf, im Machfeld, eben von einer Versuchsfläche, die der ökologische Landbau betreibt, und eine nicht nur Wasser, sondern die Wasserbilanz ist die Grundlage für die Stickstoffbilanz, also Pflanzen. Es gab dann noch in dem Standort einiges, das wir mit dem ökologischen Landbau hatten. Ich sage immer, wir sind aber nicht so nur auf dem ökologischen Landbau beschränkt, auch der konventionelle Landbau. Das Institut für Pflanzentechnik haben wir dieses Projekt gemacht, also auch, und zwar in Hollerbrunn, da habe ich eben ein Beispiel gegeben, man sieht immer nicht wahnsinnig viel, aber wie sowas ausschaut, Sensoren im Boden, die Sensoren messen Wasser und das Potenzial da für die Wasserbewegung, um das einfach auszudrücken. Was war unsere Arbeitshypothese? Hollerbrunn ist in einem Trockengebiet und da wird immer diskutiert, Zwischenfrüchte sind eine Konkurrenz für die nachfolgende Nachfrucht, also sie nehmen das Wasser weg. Kann man das belegen oder nicht? Im Wesentlichen war es so, auch bei einem relativ trockenen Jahr ist die Konkurrenz relativ gering. Da kann man einen kleinen Unterschied, denn beim normalen Jahr, wenn sie im Wasserkreislauf der Bodenspeicher auffüllt, dann ist das, also der Mehrwert der Zwischenfrucht auf jeden Fall größer als vielleicht eventuelle Nachteile. Auch das ist ein sehr schönes Projekt und da kommt auch jetzt schon einmal die Wurzelforschung rein, also unser Teil, man sieht schon, also oberirdische Teile, aber auch unterirdisch, auch zu schauen, wie bilden sich die Zwischenfrüchte aus, also Phacelia oder was haben wir noch gehabt, ein Hafer war dabei und Kollege Boden ist eh da, Senf, genau. Wir haben natürlich, was ja auch wichtig ist, das brauchen wir ja nachher dann im Weinbau sehr viel gemacht. Und auch da wieder die Wasserbilanzen, wir sind immer noch bei Wasserbilanzen für landwirtschaftliche Anwendungen. Man sieht schon sehr schön, das ist im Seewinkel, lassen wir mal die beiden weg, im Seewinkel die unterschiedliche Bodenbearbeitung, auch Bodenbedeckung. Auch da wieder, warum Mulch mit einer sehr mageren Begrünung. Auch wieder wegen der Konkurrenz. Der Seewinkel hat einen geringen Niederschlag, also wird gesucht, die Evaporation zu verhindern, zum Beispiel durch Mulchen. Das sind eben dann im Kontrast dazu zwei Bilder aus der Oststeiermark, wo die Niederschlagssituation eine komplett andere ist. Dort wird sehr viel, man sieht auch den Boden sehr unterschiedlich, nicht? Wenn man sich das noch anschaut auf die Bodenkunde sehen sofort, das ist ein wunderbarer Sand, es gibt diese herrlichen Sandweine,
Wir haben einen Illmitzer Wein, das ist in Illmitz. Das ist ja letztes Jahr der Boku-Wein, also als prämiert geworden, nicht zum ersten Mal. Das ist eine gute Gegend, auch kein schlechter Wein, Oststeiermark, das ist die Traminer-Gegend. Also Glöch in dem Raum, aber der Boden ein sehr viel schwerer, lehmigerer Boden. Wir haben aber natürlich Wasserbilanzen, um das ein bisschen zu erweitern, nicht nur für landwirtschaftliche Anwendungen, sondern eigentlich für alles, wenn man das so sagen kann, was so im ländlichen Raum existiert. Angewendet, was ist das? Ja, im Winter sieht man, aber eine Mülldeponie im Austränk, das war von der OMV, also kontaminierte, leicht kontaminierte Abraum. Und was war die Aufgabe? Das gab dann zwei unterschiedliche Abdeckungen und unterschiedliche Bepflanzungen. Das kommt beim Reif ganz gut heraus. Man sieht auch da wieder unsere Messstellen und da gibt es einen Wagen, wo die Messzentrale war. Und das Ganze wurde damals, dann sind wir immer besser geworden, mit Funk zu uns ans Institut übertragen. Aber man sieht eben sehr schön die unterschiedliche Aufbau oberflächlich, es ist der Untergrund anders. Die Problemstellung war das Potenzial, also das Gefährdungspotenzial des Austrages von Schadstoffen aus der Deponie fürs Grundwasser abzuschätzen, beziehungsweise auch das zu verhindern. Eine ganz andere Anwendung, auch wieder also vom Department, da waren mit dem einem anderen Department alpine Naturgefahren spielt da mit hinein. Bertisau und die Herausforderung war, in einer sogenannten Natura 2000 Schutzfläche Maßnahmen zu setzen, damit, ich sage salopp, der Ort Bertisau nicht bei jedem Hochwasserereignis, aber eben starken Niederschlagsereignis nasse Füße bekommt. Und wie geht man da vor? Die Idee war, ja, Rückhaltebecken waren nicht erlaubt, waren zu groß. Das Ganze war ein Schwemmland. Das heißt, man hat eigentlich nichts anderes gemacht als die Reaktivierung des natürlichen Schwemmlandes. Nicht? Dazu haben wir und die Kollegen von der Wasserwirtschaft im Labor in der Mutgasse einen Modellversuch gebaut. Man sieht, dass bis wir der Hauptstrom, Bertisau Ache, dann eine Sperre, Schlitzsperre und auch, können wir jetzt nicht schlecht aus, mit Verklausung, das wäre der Ausleitungskanal. Und die Idee war eben, dass man sieht es dann, wenn der anspringt, der verteilt flächenmäßig, wie es früher war, auch wiederum die Sedimente auf dem Schwemmkegel. Und wir haben eben dazu die Bodenanalyse, die Infiltrationsrate und auch eben das Verhalten der Fläche, die Gesamtfläche der Infiltration. Was natürlich, was ich dazu sagen möchte, warum kommt es zu den Flüssen, haben nämlich die unangenehme Eigenschaft im Laufe der Zeit, sie schneiden sich selbst ab vom Umland. Das grobe Sediment wird ihm aufgeschüttet, das heißt, ich muss das auch ständig warten. Man sieht da im Modellversuch, es beginnt sich schon wieder aufzubauen, es ist ein Schwell und irgendwann wird es auch wieder zugeschüttet und damit geht der Hauptstrom wiederum in Richtung Tal unvermindert. Was wir da zeigen konnten, war, dass durch die Infiltration und ohne Infiltrationsleistung dieser Fläche eine Verminderung des Hochwasserabflusses nicht gegeben wäre. Der Erfolg war 2005, auch beim Starkregenereignis bei Vergleichbaren von früher war Bertisau das erste Mal nicht überflutet. Das ist immer ganz schön, wenn man auch die Erfolge so unmittelbar sehen kann. Gut, dazwischen haben sich immer wieder ganz interessante hydromechanische Fragestellungen eingeschlichen. Das ist auch, das haben wir gemeinsam mit der Siedlungswasserwirtschaft, auch in der Mutgasse, aufgebaut. Das ist jetzt kein Modellversuch, sondern das ist ein Ölabscheider. Die kleinste Bauform, die man noch unterbringen konnte im Labor, sonst hätten wir wieder, haben wir ja hin und wieder mit Gewichtsproblemen mit der Decke, wenn wir zu große Modelle bauen. Also mit der Firma WTW haben wir das zur Verfügung gekriegt. Es ging auch darum,
diesen Filter, Koagulationsfilter, also mechanisch-physikalisch, die Auftrennung der beiden Phasen, Öl und Wasser. Wasser ist dann schwerer, wird dann unten entnommen und die Ölschicht kann dann abgeschöpft werden. Diese große Oberfläche dient dazu, dass sich Aggregate bilden, damit eben nicht mehr die Emulsion, also das ist eigentlich das Auflösen der Emulsion. Optimieren kann die Aufenthaltszeit, die Oberfläche und die Geschwindigkeit. Das war eine sehr praktische Arbeit, war auch vom über den FFW, Fonds zur Förderung der Forschung für die Wirtschaft, gefördert. Ja, dann haben wir ja immer wieder auch Ideen, ne? Das ist ja auch unsere Aufgabe. Wir haben gedacht, unsere Sensoren, wenn ich es salopp ausdrücke, warum setzen wir sie nicht auch anders ein? War nicht ganz unsere Idee. Der Erwin Heine ist zu uns gekommen von der Vermessung, er möchte den neu vermessen, den Verlauf des Wasser, der Seebodenfläche und auch der Schlammdicke. Nun haben wir gesagt, warum nehmen wir nicht unsere Sensoren und schmeißen sie ins Wasser rein, schauen, ob sie es aushalten. Gut, die eine Art, das ist ein sogenannter Penetrologer, wo ich den eindringenden Widerstand messen kann. Das zweite ist ein klassischer Bodenwassergehaltssensor auf kapazitiver Basis, da waren wir uns nicht ganz sicher. Die Kollegin, die Dissertation da auch gemacht hat, also wir waren ungefähr, glaube 5000 Punkte, wir waren auch dabei, das ist jetzt ein schönes Wetter, bei jedem Wind und Wetter draußen, nicht nur mit Boot, sondern auch im Schilfbereich mit einer umgebauten Pistenraupe, wo auch Schilf geschnitten wird. Ja, und man sieht dort, man steht auch immer unter Beobachtung, nicht? Ein Silberreiher für die Ornithologen. Ja, das waren jetzt ein paar, ich glaube, das aus dem Bereich Projekte. Wie gesagt, das war gar nicht so einfach, da repräsentative auszuwählen. Ich hoffe, es ist mir gelungen. Jetzt ist dann ein wesentlicher Bereich noch dazugekommen, so richtig losgegangen, in den 1990er Jahren und im Jahr vor allem 2000. Also mein Einstieg war auch eine Zusammenarbeit mit der Universität in Egerton in Kenia. Das hat im Jahr 2000 begonnen und mich hat einfach fasziniert, das ist ein anderes Bild jetzt, dass ich in einem bodenphysikalischen Labor in Maputo, ganz so gut sind die Farben, nicht? Und man sieht auch rot diese Erdfarben und wenn ich das vergleiche mit den Tüchern am Markt, dass sich das auch am Markt widerspiegelt. Man kann auch sagen, die können auch so Naturfarben, die dafür verwendet werden. Ja, der Bereich, und der hat wirklich unser Institut in den Aufgaben sehr wesentlich erweitert, nicht nur jetzt geografisch, sondern auch inhaltlich. Weil wir haben, das andere waren da doch sehr naturwissenschaftlich-technisch klare bezogene Projekte. Bei Entwicklungszusammenarbeitsprojekten geht es natürlich auch um andere Aspekte, es geht auch vielmehr noch um soziale Aspekte, es geht auch um ökonomische Aspekte. Und dazu eine Zusammenschau von einem Projekt in Äthiopien. Ostafrika war doch ein Schwerpunktland von mir. Und im ersten Projekt haben wir einmal analysiert die unterschiedlichen Bewässerungsverfahren und beziehungsweise Wasserwirtschaft, welche Maßnahmen wurden gesetzt. Einfach im Einzugsgebiet, nicht traditionell. Es ist auch immer ein bisschen, man kann es auch provokative These nehmen. Wir reden viel über Klimawandel, das ist keine Frage, aber es gibt auch Klein- und Großklima. Und wenn ich 90% vom Wald abholze, dann auch ohne Klimawandel habe ich lokalen Unterschied. Und was man dort macht, versucht ist, dass man das wieder den Oberflächenabfluss, der einfach vergrößert wurde durch diese extreme Erosion, an der Bodenschutz, wieder durch Mikrodämme, durch kleinstrukturiert, also mit anderen den Abfluss zu verhindern, das Wasser zu halten, dann habe ich wieder im Talboden ganz jährlich Grundwasser. Vorher gab es nur eine Anbauzeit und in der Gegend gab es jetzt drei. Wir haben es sogar festgestellt, manches Mal war es sogar so gut, dass wir Vernässungsflächen haben. Und man sieht auch, die Bauern haben dann wunderschöne
Brunnen gelegt, der Schlauch, der geht dann da, das sieht man jetzt nicht ganz, eine Tretpumpe, also rein mechanisch, das wird raufgepumpt und dann haben wir wieder eine Tropfbewässerung. Und das war ein sehr positives Projekt aus meiner Sicht, weil es wirklich zeigen konnte, dass durch gezielte, auch kleine Maßnahmen, auch Maßnahmen, die mit lokalen Baustoffen durchgeführt werden können, ein großer Erfolg erzielt wird. Ich nehme das natürlich gerne, oder ich nahm das auch gerne, die Vorlesung, allerdings bin ich bei der Vorlesung auch noch mitbeteiligt, Landeskultur, Wasserwirtschaft in Tropfen und Subtropfen. Man sieht auch den Einsatz, den man da leisten muss. Und bei wenn man höher gelegene Punkte, zum Beispiel ein Kloster, jetzt Dominik, wie hast du mal gesagt, den Namen habe ich vergessen? De Bretagne. Und oben kann man nicht gut erkennen, ist schon Jean Schneider, hat extra Dinge zahlen müssen, aber ein bisschen schwerer. Auch das, eine Person, die bei uns ist, sitzt ganz hinten, Kollege Mattola von der Czech University of Life Sciences, der gerade da den Aufstieg wagt. Ich meine, das Seil war ganz spannend, das waren zusammengeknotete Ziegen heute. Aber man sieht, mit vollem Einsatz ist man auch in diesen Gebieten unterwegs. Ja, das erste Projekt war, wie gesagt, die Analyse. Wir hatten uns, glaube ich, also ich konnte sehr viel kennenlernen, von Kleinbauern bis hin zu großen Strukturen für Zuckerrohrplantagen. In einem zweiten Projekt, in einem EU-Projekt, haben wir dann das versucht, an die Bauern zu bringen. Man sieht auch da wieder mit relativ einfachen Maßnahmen, also Hügelkulturen, Tropfbewässerung und mit einfachen Behältern. Es war immer darum, es ist wirklich um, da bin ich auch dem CDR sehr verbunden, der Ansatz, der Pro-Pur-Ansatz, also wirklich für die Kleinbauern, nicht jetzt diese großen Strukturen, die es in den Ländern auch gibt. Das wird ja auch zu Recht sehr viel kritisch gesehen, auch ich sehe es sehr kritisch. Wir hatten in dem Projekt 4 Workshops verstreut über Äthiopien vom Norden, was wir vorhin gesehen haben, also Tigray, Hawassa, dann in Haramaya und in Äthiopien, in der Addis Abeba selbst. Und immer wieder, und das war ganz spannend, das ist auch da eine kleine Geschichte, im Projekt war vorgeschrieben, dass wir immer Bauern einladen. Na gut, das ist leicht zu erfüllen, nicht? Man wirbt 20 Bauern und sagt, man kriegt ein freies Essen und so auch ein bisschen Entschädigung. Und dann sind wir draufgekommen, ja, und verstehen Sie das? Englisch ist nicht für alle zugänglich gewesen, aber dann sind wir auch drauf gekommen, Äthiopien hat 9 Hauptgruppen, es gibt dann noch viel mehr. Also Amharik sprechen auch nicht alle. Unsere Partner haben sich eigentlich nicht viel Gedanken gemacht, haben gesagt, es genügt, wenn die Statisten anwesend sind. Dann haben wir sie, Schau Schneider war da dabei, sie ja fast mit vorgehaltener Pistole gezwungen, Übersetzer. Also wir haben dann selbst Studenten und Studentinnen engagiert als Übersetzer. Und ich hatte wirklich ganz tolle Interaktionen mit den Bauern und die waren dann eingeladen, haben selbst Poster entwickelt mit Collagen aus Fotos und es war ein wunderbarer Austausch und auch eine Erfahrung und es war auch ein Lerneffekt für die Unis. Ich hoffe natürlich, dass das anhält. Gut, eines, damit ich nicht zu lang werde, der Projekte, die im letzten Jahr leider zum Abschluss gekommen sind, aber der Dominik, der das betreut hat, der auch 4 Jahre in Papua-Neuguinea gelebt hat, hat mir halt heute mitgeteilt, es gibt jetzt so kleinere Nachfolgeprojekte, also auch diese Verbindung reißt nicht ganz ab. Also das Projekt war nicht nur, der Herwig hat es schon gesagt, das war schon eine tolle, auch Weltgegend, Papua-Neuguinea, Vanuatu und die Solomon Islands. Also dieser Ring of Fire, was ja auch immer wieder ein Problem ist mit Erdbeben. Es gibt also sehr viele Probleme, vor 3 Jahren jetzt schon her, war der große Hurrikan und da ist leider von unseren Kollegen auf Vanuatu das Labor auch mit weggeflogen. Was natürlich für ein Projekt dann wieder sehr schwer, es gibt Verzögerungen, ne? Deshalb dauert das auch immer etwas länger. Aber das war
unser Einzug, also traditionell begleitet mit also der Tracht von Papua-Neuguinea bei dem sogenannten Field Day. Das habe ich als auch eine sehr tolle Einrichtung gefunden. Da werden die Bauern eingeladen, zentral an einen zentralen Ort zu kommen, eben zum NARIN, zum National Research Institute of Papua-Neuguinea, um sogenannte Innovationen vorzustellen bzw. weiterzugeben. Und einer meiner Lieblingsinnovationen ist dieses sogenannte Rope and Washer Pump. Was ist das? Seil und eine Beilagscheibe. Also man braucht nicht viel. Das ist alles Abfallmaterial, nicht? Irgendein alter Autoreifen, ein bisschen Holz. Dann nehme ich ein Seil, mache einen Knopf, gebe eine Beilagscheibe drauf, aus Gummi, ein Stück weiter, mache wieder einen Knopf. Alles, was ich kaufen muss, ist dann so ein Installationsrohr. Und das kann man dann so durchziehen. Es geht jetzt nicht jetzt für extreme Tiefwasserhöhen, aber 2-3 Meter, und dort habe ich anstehende Grundwasserspiegel. Es ist der Vorteil dieser, vorhin habe ich Tretpumpen erwähnt, bei Tretpumpen in Afrika ist es manchmal so gewesen, kaum war irgend so ein Teil kaputt, sind sie weggeschmissen worden. Und das kann man eigentlich, da kann man keiner sagen, das kann er nicht flicken. Ne? Das Seil kann man immer wieder zusammenbauen. Und das kostet fast nichts. Die Bewässerung war auch originell, das war dann mit Bambusrohre, die einfach ein Loch waren. Und man sieht, es ist nicht immer nur jetzt Effizienz. Ne? Wir sprechen oft über Effizienz. Was ist Wassereffizienz? Ja, ist einseitig, aber da, auch die Kosteneffizienz. Wenn was genug Wasser da ist im Boden, im Grundwasser, dann kann ich mir durchaus eine gewisse Verschwendung leisten, oder ich brauche es nicht optimieren. Nicht? Wir haben heute im Vormittag gehört, nicht? Auch ein von mir normal sehr beliebtes Zitat, das ja die nachfolgenden Generationen, ein von IMI, IMI ausgeborgtes Zitat, More Crop per Drop, von David Molgen. Und das heißt, mit weniger Ressourcen mehr zu produzieren. Das ist eine der Herausforderungen. Gut, das war, wie gesagt, der Innovations-, da hätte es auch sehr viele Fischer gegeben. Irgendwelche Tilapien, und das wäre auch für dich. Also für jeden von der Boko, die Boko wäre da voll auf ihre Rechnung gekommen. Auch Forstpflanzen und alles Mögliche. Und wir haben dann bei einem weiteren Besuch auch versucht, den Boden zu erkunden, um auch Wasser zu erschließen für unsere Zwecke. Nicht? Und da sieht man eben so, versucht den Aufbau, den Boden mit einem gewöhnlichen Handbohrer. Wir haben Ausrüstung gekauft, auch da. War nicht immer nur ganz gern gesehen. Es war auch die Idee, warum wir nicht ein Bohrfieber engagieren. Das ist ein bisschen weniger anstrengend. Dann wäre unser Budget für 1-2 Bohrungen und dann wäre es weg. Und so war halt die Idee, dass wir auch den Brunnen bauen. Nicht? Wir haben das Material zur Verfügung gestellt, Schachbrunnen, und da wären dann die 50 Brunnen sie ausgegangen, zum Unterschied von 1-2. Das wäre so die Idee. Wie gesagt, das Projekt war ja nicht nur auf Papua-Neuguinea, sondern auch, wir hatten in dem Projekt alles. Zu wenig Wasser einerseits, vor allem zur Überbrückung der Trockenzeiten. Mich hat es gewundert, wie das Projekt begonnen hat. Bei 4000 mm Niederschlag, ja, wo habe ich da Trockenzeit? Nicht? Aber durch diese El Niño-Effekte hat es doch immer wieder sehr starke Trockenphasen gegeben. Und die ansässige Bevölkerung hat ja überhaupt nicht gelernt, in ihrem Leben damit umzugehen. Weil es einfach immer genug da waren, diese Trockenzeiten. Also deshalb hat man auch deshalb diese einfachen Systeme, die es kontinuierlich ermöglichen. Weil es ist auch dadurch, dass es eigentlich immer eine Ernte gibt, keine Kultur der Speicherung, der Nahrung, der Lagerung. Es ist auch in Tropen, muss man sagen, man sagt so leicht, ja, sie haben keine Kultur, aber es ist auch natürlich unter diesen Bedingungen, das ist immer feucht auch. Die Luftfeuchtigkeit, also ich war auch in der Trockenzeit dort, ich meine, es war immer sehr feucht noch. Damit habe ich natürlich Probleme, auch diese klassischen, zum Beispiel Süßkartoffeln, Maniok, also diese ganzen Tuber, also Knollenfrüchte zu lagern. Gut, das waren diese, aber es gab natürlich im Hochland auch die Notwendigkeit zu entwässern. Also es ist wirklich ein optimales kulturtechnisches Programm. Auf einer Art haben wir auch noch Bodenschutzanlagen angelegt, um den Bodenabtrag zu sehen. Und das ist auch interessant, das Projekt in einer Lagune. Und das ist eben, wir hatten auch Versalzung, auch ein wichtiges Thema.
gerade in diesen flachliegenden Inseln und in der Lagune, das sind alles, das, was das sieht, sind aus Korallen aufgeschüttete Inseln. Das hat einen Hintergrund in der Kultur auf den Salomonen. Die Stämme vom Berg haben mehr oder weniger sie nicht ganz wirklich gut vertragen mit den Stämmen am Seeufer, und um den kriegerischen Auseinandersetzungen zu gehen, haben sie eben diese künstlichen Inseln geschaffen. Und so gab es dann eigentlich ein Moratorium, könnte man sagen, nicht wirklich ein Auskommen. Und das ist auch sehr gut gegangen, wenn es der Meeresspiegel steigt, dann stehen diese Flächen unter dem potenziellen Gefahr einer Versalzung. Das ist einerseits durch Überflutung, auch durch Kapillarenaufstieg. Ich habe auch dort, man sieht, man lernt wirklich unheimlich viel. In Sarah's Hideaway, wo wir auch gewohnt haben, wie hat sie den neuen Boden gewonnen? Sie baut nämlich die Insel auch schon höher, sie schüttet auf, sie holt Sand aus dem Meer, gibt es in einen Sack und setzt nach 1-2 Jahren Pflanzen an. Wenn sie wachsen, sind sie schon geeignet, wenn sie nicht wachsen, müssen sie noch ein bisschen ausgeschlängt werden. Das ist eine ganz einfache Methode. Und also sie sind dessen bewusst. Ich hoffe auch dieses Projekt, es ist zwar aus, aber wie es halt so ist, die Daten sind nicht aus, unsere Messstellen werden hoffentlich noch mehr Daten liefern, um eben auch, vor allem im Dezember sind wir bei Hochstand, bei Sturmflutzeiten, gerade dann dringt eben das Meerwasser ein. Gut. Der dritte Bereich, den ich zumindest kurz anreißen möchte, ist, meine Wurzeln und dann zur Wurzelforschung. Wir haben 2010, ja auch die Österreichische Gesellschaft zur Wurzelforschung, sperriger Titel, Austrian Society for Root Research, deshalb ASRR, gegründet. Und wie man sieht, wir sind tätig vom auch wieder Seewinkel bis ins Hochalpine am Fuß des Großglockners. Das war ein kleines Forschungsprojekt, wo wir verglichen haben, konventionelle Bewirtschaftung im Vergleich zu Direktsaat mit Mulch und eben in den unterirdischen Teil, also Bodenproben, oben entnommen, und da sitzen wir friedlich vereint für ein paar Tage und versuchen eben die Wurzeln möglichst ungestört, und die Monika Sobotik, die auch da unter uns weilt, sagt immer, das ist noch nicht die Spitze, also da müsst ihr noch weiter graben, nicht? Also es hat mir aber sehr viel Einblicke eröffnet. Ich meine, in der Bodenphysik, das ist ja vielleicht ein Kern, oder wo ich mich als Bodenphysik in der Forschung eher definiert habe, war die Wurzel immer eine Rolle für die ganzen Stoffumsetzungsprozesse, für Wasseraufnahme im Boden. Aber so im Detail und so tief auch habe ich mir es noch nie angesehen. Ja. Damit komme ich schon langsam zum Ende. Ich habe, und da spreche ich das an auf den Vorredner, was ist noch offen? Das ist zum Beispiel, das Bild hat zwei Zwecke. Der eine Zweck ist, dass alle diese Projekte mit Menschen verbunden sind. Das war unser Kick-Off-Meeting im Juni, also noch nicht so lange her. Das heißt, das ist ein Projekt, das noch offen ist. Ein Kollege Rufeis, der das koordiniert, also er zieht es immer wieder von Papua Neuguinea, er ist so immer meine Außenstelle gewesen, als Anlaufstelle. Und in der Mitte steht auch ein Dissertant von uns, Benedikt Mutor. Es hat sich auch dieses Netzwerk, das Alumni-Netzwerk, sehr bewährt, um diese Kontakte zu erhalten. Es ist ein Projekt, ein ganz interessantes Peer-Projekt, also gefördert bilateral von der ADA, Österreichischen Development Agency, und hat zum Ziel, Informationstechnologien anzuwenden als Informationsquelle, als Austauschquelle, aber auch den Nebeneffekt, dass die Jugend wieder mehr Interesse an der Landwirtschaft findet. Das ist auch dort so, es ist nicht nur bei uns, eine gewisse Landflucht ist, ja, wir wissen alle die Zahlen, aber es ist auch warum. Es ist auch das Potenzial, das sie nicht sehen, und das sollte auch dazu einen Beitrag leisten. Neben diesem Projekt haben wir noch ein Projekt, auch ein Peer-Projekt in Georgien, wo es eher wieder klassisch wie in den Tempus-Projekten um die Entwicklung
der Ausbildung für, ich nenne es einmal so, Green Technology, also grüner Technologien. Und da war oft natürlich auch die österreichische Wirtschaft doch einen gewissen Erfolg, dort mit einzusteigen, um eben auch diese Programme an dem Markt durch die Veränderungen, die ja in den letzten Jahrzehnten dort passiert sind, anzupassen. Da immer diese heißen Diskussionen, Bologna-Diskussionen und so, die hatten wir ja auch an der BOKU. Ich hatte ja auch das Glück, damals der Stuko-Vorsitzender zu sein, wie die Umstellung war. Und naja, war schon oft hitzig. Ich meine, du kennst das aus anderer Seite. Meine, es ist nicht immer, man kann es nicht immer jedem ganz recht machen. Und zu Bologna trotzdem muss ich ein Wort sagen, weil es so kritisiert wird oft. Es wird oft nur ein Teil gesehen. Also aus meiner Sicht, gerade wie ich habe diesen Blick vielleicht von der Kulturtechnik und Wasserwirtschaft, ich kann die Verschulung nicht sehen. Und ich sehe es wirklich auch für die Studentinnen und Studenten als tolle Möglichkeit. Und für die BOKU war es sicher auch ein wesentlicher Schritt für die Internationalisierung. Selbstverständlich gibt es Punkte, die nicht optimal sind. Aber das ist halt immer diese zwei Seiten einer Medaille. Gut, ich möchte, bevor ich ganz zum Schluss komme, aufhören, das haben wir vorgenommen, mit ein paar Wünschen an die BOKU, die mir ja auch sehr ans Herz gewachsen ist. Der erste Wunsch ist, wir sind ja gerade im Verfahren mittendrin, also bei der Präsentation der Berufungsvorträge, dass nach Möglichkeit das auch 2017 im Herbst abgeschlossen wird. Ich finde das sehr wichtig, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, so lange Übergangszeiten sind nicht so günstig. Also die Dynamik wäre schon wichtig und morgen wissen wir ja vielleicht mehr. Wir haben ja der Vorsitzende der Kommission, dass da die Mitglieder sind, fast alle da. Der Rektor, der ein wichtiges Wort mitzureden hat, ist natürlich da. Nein, es müsste noch ausgehen. Es müsste schon noch ausgehen. Und also das wäre sozusagen mein erster Wunsch. Der zweite Wunsch ist ein bisschen interessanter vielleicht gestaltet. Graham Bachen wurde erwähnt heute Vormittag. Ich habe Lincoln Universität erwähnt. Er ist leider nicht mehr unter uns, was für mich wirklich ein sehr großer Verlust war, weil er ist ein Kollege, zu dem, es ist immer das Schöne bei diesen Projekten, dass man wirklich da über das Berufliche hinaus sich wirklich Freundschaften entwickeln. Und er hat mir mitgegeben, also immer wenn er meine englischen Publikationen korrigiert hat, und da war er wirklich extrem geduldig, er war als Schotte von der Herkunft, und er hat ihm das so ausformuliert, keep it simple. Ich habe das ein bisschen auch als mein Lebensmotto mitgenommen, habe das erweitert und habe auch dazu vom Postman im Buch Die zweite Aufklärung einen wesentlichen Satz gefunden, dass wenn man was Neues einführt, sei es Innovationen, sei es auch Regelungen oder Vorschriften, alles Mögliche, dann soll man sich immer überlegen, welches Problem wird damit gelöst. Ich glaube, diese Ansätze der einfachen Struktur und auch, dass man sich wirklich genau überlegt, was kann ich wirklich lösen, würde vielleicht manches vereinfachen oder auch durchaus Verfahrensabläufe vereinfachen natürlich, aber auch manches überflüssig machen. Und das ist wirklich mein Anliegen, dass die BOKU-Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen wirklich Zeit haben fürs Kerngeschäft, Lehre und Forschung, dass wir, ich weiß, es wird viel von außen aufgedrängt, und das ist dann mein letzter Wunsch, dass die BOKU sich auch erfolgreich zu Wort meldet, wie sie es auch bisher getan hat. Wir haben jetzt gerade dieses viel diskutierte postfaktische Denken, nicht? Und wir haben diese postfaktische Zeitalter, alles Horrormeldungen. Ich sage jetzt keine politischen Kommentare, nicht, dass Fakten einfach neu definiert werden und dass sich da die BOKU wie immer genug Gehör verschafft. Also das wäre mein dritter Wunsch, den ich mitgeben möchte, weil ich bin wirklich der Überzeugung, für die Universitäten ist es einfach die nobelste Aufgabe, am Erkenntnisgewinn mitzuwirken und diesen auch zu fördern. Soweit zu meinem Vortrag. Jetzt sollte natürlich eine extrem lange Danksagung kommen. Ich bin mit der Seite nicht ausgekommen. In mehr als 30 Jahren sammeln sich sehr viele Namen an. Du hast dich auch bei einigen schon bedankt. Ich bedanke mich natürlich bei allen, die an der Veranstaltung mitwirken, bei der Musik,
Veranstaltungsservice bei den Institutsmitarbeitern, die das alles gestaltet haben, die mich auf einige sehr viel abgenommen haben. Und am letzten Arbeitstag, und dafür möchte ich mich auch noch einmal in aller Öffentlichkeit bedanken, weil das war ein kleiner Kreis, habe ich einige nützliche Dinge bekommen, auch ein Geschenk. Das ist eine andere Darstellung meines Lebensweges an der BOKU. Es sind da sehr viel praktische, mal schauen, ob ich es finde, drinnen. Ich lasse das dann liegen. Eines, das mir besonders gefallen hat, weil es, wenn, man sieht es vielleicht nicht so, wenn die Haare weniger werden, nicht, dann kann man sie auch so behelfen. Nicht? Also, wie gesagt, zum Schmöck und dazwischen, die Kollegen von Betzenkirchen haben wie immer auch ein Teilprofil dazugelegt. Gut, ist sehr viel, wie soll ich sagen, Amüsantes oder Wahres, das lasse ich euch Ihnen über zu beurteilen. Und was man auch sieht, da diese zwei Stühle, ne, das sind zwei, sie waren auch so nett, um meine Frau mitzudenken, die warten jetzt schon am Frühling, ne, die sind gestaltet, also für, dass ich das von beschaulich auch angehen kann. Gut, damit bin ich halbwegs in der Zeit, glaube ich, nicht? Und möchte mich natürlich zum Schluss noch einmal für alles bedanken, für alle, die mich auf dem Weg, bei allen, die mich auf dem Weg auch begleitet haben. Und ich wünsche Ihnen, mir noch einen schönen Ausklang. Allzu lang wird es nicht mehr dauern. Es gibt dann ja noch ein kleines Buffet. Dankeschön.